So, wir spielen wieder eine Runde Pokémon Gold. Nachdem ich jetzt nochmals versucht habe, Stereo Mix zum Laufen zu kriegen und es geht einfach nicht unter Windows 7, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich jetzt machen muss. Ich habe einfach keinen Plan mehr, wie ich das irgendwie zum Laufen kriegen soll. Deshalb wäre es nett, wenn jemand weiß, wie das geht, dass er mir in den Kommentaren bitte schreibt, wie das geht. Ich kriege es nicht hin. Problem, Stereo Mix ist aktiviert. Und ja, wenn ich jetzt irgendwas aufnehmen will, wird eben weder Mikrofon noch In-Game-Sound oder Windows-Sound angenommen. Mir geht es ziemlich auf den Keks, weil ich natürlich euch auch den In-Game-Sound präsentieren will, aber es geht einfach nicht. Ich habe schon versucht, mit Fraps aufzunehmen, aber das wird eher nicht so toll. Ich kann es mal nochmal probieren, aber diese Folge jetzt nochmal ohne In-Game-Sound, das tut mir auch wirklich leid. Wir kämpfen hier gegen Kapados Level 5. Wahnsinnig stark. Und wir müssen hierhin. Mal schön gucken. Steuerung. Nein. Nein, nein, nein. C? Ja, genau. Wir müssten hier irgendwo. Whirlpool haben, genau. Whirlpool, bla bla bla. Wem kann ich das beibringen? Paras. Paras kann Whirlpool erlernen. Naja, gut. Hä? Ach so, okay, gut. Ja. Ja, okay. Ich mache jetzt etwas, das werden viele nicht so toll finden. Ich bringe es Garadas jetzt bei. Ich habe jetzt keinen Bock, Papuzzi irgendwas beizubringen, was es nicht braucht. Silberblick, ganz klar. Wir müssen jetzt in die Drachenhöhle, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Da sind wir auch. Oder Drachenschrein oder was weiß ich. Und ja. Ein bisschen verwirrend hier. Man muss hier ziemlich viel rumsurfen. Und hier kommt man auch nur weiter, wenn man Whirlpool hat. Ach, verdammt. Da unten ist der erste Strudel. Kann man mal so sagen. Und die Pokémon hier sind wieder wahnsinnig stark. So. Ja. Ich habe mich jetzt dazu überwunden, ohne Hyperspeed zu spielen. Ja. Tja, sowas aber auch. Und diese Strudel sind super animiert. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, mir gefällt die Animation hier viel besser als in den Remakes davon. Das sehen die nämlich richtig kacke aus. Die Animation, wie es verschwindet. Das sind die auch viel größer, die Strudel. Ich glaube, da kann man dann auch gar nicht mehr reinschwimmen. Da könnte man reinschwimmen und würde dann wieder zurückgeworfen. Was eigentlich auch Quatsch ist. Man wird in keinem Strudel zurückgeworfen. Im Strudel versinkt man. Aber dieses Spiel hat ja keine Physik-Engine, deshalb kann es sein, dass wir hier gerade im Kreis gehen. Nein, doch nicht. Drachenzahn. Drachenzahn haben wir jetzt gefunden. Jetzt kommt die Arenaleiterin. Juhu. Sandra. Okay, ich würdige deine Stärke. Nimm diesen Orden. Gold erhält den Drachenorden. Wir haben den letzten Orden in der Johto-Region. Wir freuen uns. Hunan können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Ich möchte dir noch diese TM geben. Gold erhält TM24. So, juhu. Gold schickt TM24 in die TM-Tasche. Sie enthält Feuerodem. Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Du hast also alle Orden gesammelt. Dein Ziel ist die Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau. Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier aus nach Neuborgia. Setze Surfer ein und begib dich nach Osten. Diese Route ist sehr hart. Wage es nicht, in der Pokéliga zu verlieren. Wenn du verlierst, mach das meine Niederlage noch härter. Ja. Wir haben jetzt praktisch den letzten Orden. Wir sind jetzt richtig froh und zufrieden. Hier. Alle Orden. Und wir haben schon ziemlich viel Geld. Das überrascht mich eigentlich. Ja, wir haben noch keine richtigen Pokémon gefangen. Egal, wir benutzen unsere Fluchtzahl. Ich habe keine Lust, das zurückzuschwimmen. Und jetzt, ja, könnte ich eigentlich sagen, wir sind mit dem Spiel fertig, aber wir sind ja noch nicht.
Hallo Gold, ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz beim Labor bei mir vorbeikommen? Bis später. Klick, piep, piep, piep. Ja, gut, wir haben es jetzt gemerkt. Wir fliegen jetzt ganz schnell mit unserem Taubsi nach Neuborkia. Jetzt wird es nämlich richtig schön eigentlich, erstes Spiel. Nein, nicht nach Hause, sondern zu Professor Lind. Da. So. Lind. Hi Gold. Danke, dass. Was? Dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Gold erhält Meisterball. Eines der wenigen Spiele, in denen. Also, Pokémon-Ableger. Was ist Ableger? Ja, eines der Pokémon-Teile, in dem man den Meisterball bekommt, ohne etwas dafür zu tun. In den. Also, in Pokémon Rot musste man ihn, glaube ich, noch holen irgendwo. In Pokémon. Rubin, Saphir und Smaragd konnte es sogar passieren, dass man ihn nicht bekommt, weil man ihn vergessen hat in einem Gebäude, wo man dann nicht mehr rein konnte. Und in den späteren Editionen es liegt ja eigentlich immer so, dass man ihn vergessen könnte. Und hier muss ich mal kurz unterbrechen. So, kurze Pause gemacht und hier sind wir wieder. Ja, wir erhalten den Meisterball. Und ich war gerade da stehen geblieben, dass man in den nachfolgenden Editionen den Meisterball vergessen kann. Juhu! Trolala, tralala. Goldsteck Meisterball in die Balltasche. Meisterball, ja, das brauchen wir jetzt nicht durchlesen. Bla 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 bla. So. Meisterball, damit kann ich jedes Pokémon fangen. Egal wie stark, egal auf welchem Level, außer es ist ein Trainer-Pokémon. Dann geht es nicht. Aber wir können damit wirklich jedes beschissene Pokémon fangen. Jedes. Jedes. Und das hat den Vorteil, dass wir vielleicht damit ein legendäres Pokémon fangen können, was ich aber nicht machen werde. Dieser Meisterball bleibt in meiner Balltasche für immer. Da ist schön kuschelig warm. Ja, da hat es schön kuschelig warm. Toll. Surfer, Surfer, Surfer. Wir machen jetzt auf den Weg nach Kanto, denn wir müssen ja den Pokémon Liga Top 4 Leuten noch an den Hintern treten. Und nein, das ist kein Dreimal-Kampf. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Siehe auf deiner Karte auf deinem Pokécom. Ja, das werden wir mal machen. Oh mein Gott. Ja, die Besonderheit dieses Spiels, man spielt in zwei Welten. Kann man spielen. Machen, tun. Ja, hier kommt man jetzt erstmal nicht weiter. Zu. Hier muss man nämlich jetzt hier rein. Und hier ist man in den Toyo-Fällen. Toyo. Toyo? Toyo-Fällen, glaube ich. Ich glaube, es waren die Toyo-Fälle. Ich glaube, die hießen so. Jetzt müssen wir aber erstmal. Genau dafür habe ich nämlich gesagt, dass wir Kaskade brauchen. Kaskade brauchen wir nämlich, um Wasserfälle hochzuschwimmen. Was hat das auch immer mit einer Kaskade zu tun? Na, verdammt, verklickt. Ja, ich möchte es wieder Karatas beibringen. Obwohl es eigentlich auch eine gute Wasserattacke ist. Also wir können es theoretisch auch Quapuzzi beibringen. Vielleicht mache ich das später noch. Wir vergessen. Peace. Ja, Drachenwut brauchen wir vielleicht noch, wenn wir Pokémon fangen. Weil es ja immer 40 KP abzieht. Aber ist ja auch egal. Möchtest du Kaskade einsetzen? Ja, und jetzt wieder eine schöne 3D-Animation, warum es auch immer mich jetzt rumwirbelt. Aber egal. Die wahrscheinlich größte Höhle in dem ganzen Spiel ist nämlich schon draußen. Da vorne ist der Ausgang. Oh ja, da haben sie die Level-Designer mal wirklich richtig ins Zeug gelegt und also wirklich eine sehr große Höhle gemacht. Es ist mir aber auch eigentlich wirklich egal, wie groß sie ist. Denn wir sind draußen. Juhu, und das ist eine Trainerin und die kann uns jetzt erstmal gestohlen bleiben. Denn wir reden mit der Frau hier drin. Wohin möchtest du mit dem Pokémon zur Pokéliga? Sind deine Pokémon loyal genug, um hier zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Ah, deine Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier ein Geschenk für deine Reise. Gold erhält Themen 37. Bla, bla, bla. Bla, bla. Sandsturm. Sandsturm finde ich toll. Ja, Sandsturm, ziemlich schwachsinnige Attacke. Aber wir nehmen sie mal mit. Ich muss kurz gucken, welches Pokémon ich jetzt trainieren muss. Ich glaube, ich trainiere jetzt Quapuzzi. Ich glaube, das wäre schlau. Ja, gut, was schlau ist und was nicht, darüber kann man sich streiten, aber wir trainieren Quapuzzi.
Juhu, teiltereiteilteil. Kämpft ihr jetzt? Ja. Nein! Die Zeit ist um. Ja, diesen Kampf werde ich dann wohl rausschneiden. Das nächste Mal werden wir hier nach diesem Kampf bereitstehen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part.